Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute, wie ich mit den Ölpastellen von Aldi ein Bild male. Das mache ich, weil die Pastelle letzte Woche im Angebot hier bei Aldi Nord waren. Und das hat mich inspiriert, einfach noch ein Video zu machen. Es gibt ja schon ein Video über die Aldi Ölpastelle. Seid gespannt, schaut sie euch an und am Ende des Videos habe ich noch eine große Überraschung für euch. Bleibt dran! Ja, ihr Lieben, wie immer denke ich mir etwas aus, mehr oder weniger. Ich habe mir überlegt, ich mache eine Blumenvase mit bunten Blumen und versuche einfach mal nur mit den Aldi-Pastellen ein schönes Bild zu kreieren. Also ich bin ja auch davon überzeugt von diesem Kasten, dass die Farbauswahl ist schon wirklich nicht schlecht. Natürlich könnten es immer mehr sein, denn Ölpastelle lassen sich halt nicht ganz so optimal mischen. Ich nehme hier ein Blatt von meinem Hahnemühle Cornwell Papier. Das habe ich eigentlich nur aus dem Grund genommen, weil ich auf diesem Papier schon etwas gemalt hatte, es mir aber nicht gefallen hat. Ich aber das Papier ungern wegschmeiße, denn diese Papiere sind ja im Verhältnis schon relativ teuer und ich meine, man kann ja die Rückseite immer noch bemalen. Es ist halt eigentlich ein klassisches Aquarellpapier, deswegen war es egal, auf der Rückseite mit Ölpastell zu malen. Ich versuche hier mit den verschiedenen Farben, also Rot, Orange, Rosatönen, eine gewisse Plastizität in die Blumen zu kriegen. Es ist natürlich alles eher in die abstrakte Richtung. Ich muss auch sagen, Stillleben liegen mir nicht wirklich gut, schon gar keine Blumenbouquets, aber ich versuche mich immer wieder dran und so auch hier. Man kann halt begrenzt mischen, sage ich mal. Man muss halt auch darauf achten, dass man das Papier nicht gleich zu sehr sättigt, indem man schon sehr dick mit dem Ölpastell aufträgt. Also ich gehe manchmal nur so leicht wie bei dem Blau da, bei den blauen Blättern, leicht mit der Farbe drüber, um dann eben noch Möglichkeit zu haben, andere Farben überzustreichen. Denn wenn man zu doll aufdrückt, also das Papier zu sehr sättigt, dann lassen sich keine weiteren Farben oben drauf legen. Dann kratzt man eigentlich nur noch mit den folgenden Ölpastellen die Farbe weg und das ist eben dann nicht so toll. Und ich bin halt der Meinung, oder es ist ja logisch, dass man einfach, wenn man etwas malt und umso mehr Farbschichten man hinzufügt von verschiedenen Farben, die in die gleiche Richtung gehen, dass es der ganzen Sache einfach eine gewisse Tiefe verleiht und eben nicht dieses kindlich flache Malen darstellt, falls ihr versteht, was ich meine. Man erzeugt halt, wie oben bei der roten Blume, mit dunkel und hellen Tönen einen gewissen Look. Das schafft man aber eben nur, wenn man das Papier nicht zu doll sättigt mit den Ölpastellen. Und da muss man einfach auch aufpassen, gerade wenn die sehr weich sind, so wie hier die Aldi-Pastelle auch, dass man eben ja noch genug, von der rauen Oberfläche freilässt, um dann eben noch mit anderen Farben einzuarbeiten. Also was ich hier ganz oft benutze, ist das Weiß. Das ist leider auch der Manko oder das Manko bei dem Kasten, dass nur ein weißer Stick dabei ist. Ich bin der Meinung, das kann man gut ausgleichen, indem man einfach von einer anderen Marke die Weißen sich kauft, weil Weiß braucht man immer bei Ölpastell. Damit vermischt man gut und hält die Farben auf. Und wenn man eben nicht unbedingt eine andere Farbe nutzen will, ist es eine gute Art, die Farbe so ein bisschen, das Blatt zu sättigen, die Farbe zu sättigen. Ich weiß nicht, wie ich das besser erklären kann, aber das, wer mit Ölpastellen malt, weiß, was ich meine. Versucht einfach mal, wenn ihr neu mit Ölpastellen seid, eine Farbe aufzutragen oder zwei Farben und dann mit dem Weiß, seht ihr, was ich meine, damit könnt ihr das Ganze praktisch plan machen, die Farbe praktisch mit dem Weiß mischen, dann wird sie nicht zu dunkel. Also manchmal weiß man ja auch nicht, mit was soll ich die jetzt noch vermischen, damit sie fertig ist, damit sie
ja, diese geschlossene Schicht einfach auch bildet, ohne dass man die Farbe zu sehr verfälscht, weil man eine andere Farbe nehmen musste. Also das Weiß dient so ein bisschen der Geschmeidigkeit auch. Ja, ich glaube, ich verhaspel mich hier gerade ganz doll. Ich glaube aber, ihr wisst, was ich meine. Also ihr seht ja hier zum Beispiel auch, dass ich die Vase jetzt mit dem Weiß überarbeite. Da habe ich jetzt nur mit Braun leicht. Ich wollte es natürlich nicht. Ich hätte jetzt auch noch eine andere Braunton da drauf legen können, aber dann wäre mir das Ganze zu dunkel geworden. Und mit dem Weiß hat es die Farbe bekommen, die ich haben wollte. Also ein helles Braun und an der rechten Seite eben den Schatten. Also anhand des Bildes kann man, glaube ich, am besten sehen, was ich meine. Auch die lilanen Blüten, die ich da gemalt habe, die habe ich dann mit Weiß überzogen. Jede andere Farbe hätte die Farbe ja verfälscht und das wollte ich halt nicht. So sieht es halt relativ schön pastellig aus und ja, hier in dem Fall mit den Blättern habe ich zum Beispiel verschiedene Grüntöne, mal dunkel, mal helleres Grün. Und jetzt gehe ich auch wieder mit Weiß drüber und es gibt einfach einen speziellen Look bei Ölpastell. Ich würde euch einfach raten, probiert euch da aus, nehmt euch mal ein altes Blatt. Relativ raues Papier würde ich zum Beispiel nehmen, also nicht so ganz glattes, wie was für Illustration zum Beispiel gedacht ist. Ihr solltet schon schauen, dass ihr da Papier habt, was wirklich gut geeignet ist. Da ist meiner Meinung nach Aquarellpapier immer super. Ist natürlich im Verhältnis ein teurer Spaß, je nachdem, welches ihr da zu Hause habt. Aber was auch gut geht, sind eben Skizzenpapiere von Hahnemühle. Gibt es ja auch das Sketch oder Nostalgie. Das ist ein bisschen rau, aber auch eben nicht zu glatt. Und da kann man auch unheimlich gut drauf mit Ölpastellen malen. Ich bevorzuge tatsächlich ein richtiges Pastellpapier. Da gibt es von Fabriano das Pitura. Und ich nutze ebenfalls auch von Tiziano das Black Black. Das ist ja das ganz Schwarze, das ist halt auch wie Skizzenpapier ziemlich fest. Und dadurch, dass es halt eine leichte Rauigkeit hat, nimmt das Papier gut Ölpastell an. Und wer mich kennt, weiß, dass ich ja unheimlich gern auch auf Schwarz male. Ich mag diesen Effekt. Ich habe tatsächlich jetzt mal gehört, ich habe ein paar Bilder ausgestellt, von Ölpastellen und abstrakten Bildern auf Schwarz, wo man mir gesagt hat, die wären zu dunkel. Okay, kann sein, ich finde es cool. Aber so sieht man mal oder hört man auch mal, wie die Leute die eigene Kunst eben wahrnehmen. Und das ist auch mal ganz wichtig. Dann schaut man vielleicht auch selber mal anders drauf. Nichtsdestotrotz würde ich nicht aufhören, auf Schwarz zu malen. So oder so macht mir das Spaß, auch wenn das vielleicht Kunst ist, die jetzt nicht so die breite Masse schön findet. Richtig beleuchtet, muss ich aber allerdings sagen, finde ich das sehr, sehr schön. Nun ja, das Bild, ich mache hier jetzt die Zwischenräume. Auch da nehme ich mehrere Farben, weil nur Gelb oder nur Braun wäre nicht das Richtige. Ich muss sagen, bei den Aldi-Ölpastellen ist die Farbauswahl nicht perfekt. Das muss ich sagen. Einige Farben ähneln sich, bei den Rottönen ähnelt sich was. Es sind unheimlich viele Blautöne, zu meiner persönlichen Überraschung. Und auch da ähnelt sich vieles. Da hätten sie lieber einige weglassen sollen und dafür noch ein paar Weiße mit reintun. Oder mal ganz andere Farben. Die Farben sind zum Teil halt auch, wenn man sie nicht vermischt, mir zu unrealistisch, also zu plakativ auch irgendwie. Teilweise schon fast Neonfarben. Ja, aber wenn man sie mischt, so wie hier jetzt, finde ich es eigentlich gar nicht schlecht. Die Ölpastelle sind halt für den Preis von, sie haben jetzt letzte Woche 4,99 gekostet, für 32 Stück einfach unschlagbar. Also ich wüsste jetzt keine anderen Ölpastelle, die ich damit vergleichen könnte, preis-leistungstechnisch. Ihr wisst ja, ich empfehle immer noch als andere Alternative die Paul Rubens, aber da zahlt ihr halt wirklich einfach mal das 5- bis 6-fache für genau die gleiche Menge, also 36 Stück. Zum Teil sogar 40 Euro statt 27,99. Also es ist schon heftig. Also heftig ist es eigentlich nicht. Für gute Malutensilien ist das auch noch ein guter Preis. Aber wenn man den Unterschied sieht, preislich und aber mit den beiden Sorten schon mal gemalt hat, kann man eigentlich sagen, gibt es keine großen Unterschiede. Mir sind sie noch nicht aufgefallen, außer eben die Farbauswahl. Die ist bei Paul Rubens halt auch ein bisschen besser.
da sind auch, glaube ich, drei Weiße mit im Set dann schon von Hause aus. Das finde ich halt schon mal ein bisschen durchdachter. Ja, das Bild ist so gut wie fertig. Ölpastelle solltet ihr immer fixieren, wenn ihr die Bilder aufheben möchtet oder wenigstens mit Butterbrot oder Backpapier abdecken, denn das Ölpastell färbt einfach ab, also krümelt auch. Die Krümel sind auch ein bisschen problematisch, finde ich, denn wenn man fertig ist, das Bild davon zu befreien, ist gar nicht so einfach, ohne dann zu verschmieren, wie ihr hier seht. Ich lasse die Krümel einfach drauf und decke das Ganze mit Butterbrotpapier ab. Und wenn ich diese Bilder aufhängen möchte, nutze ich grundsätzlich immer einen Passepartout-Rahmen, um praktisch zu verhindern, dass das Bild direkt am Glas klebt, denn auch dann würde vieles verschmieren. Ein gutes Fixativ für die Ölpastelle, für alle Ölpastelle, was ich immer benutze, ist von Sennelier. Da gibt es ein spezielles nur für Ölpastelle und meiner Meinung nach ist es auch das allerbeste. Ich mache hier nochmal am Ende, was eigentlich macht man ja das vorher, die Color Swatches, die Farbproben sozusagen. Und da seht ihr dann auch, welche Farben sich sehr ähneln. Da hätte die Firma, die die Ölpastelle herstellt, ein bisschen sparen können. Da sind zwei Rottöne, die sind sehr ähnlich. Diese Sandtöne oder Ockerfarben sind sehr ähnlich. Und auch bei den Blautönen wiederholt sich so ein bisschen was. Das finde ich sinnlos. Wie gesagt, da hätte ich es toller gefunden, wenn noch mal zwei Weiße dabei gewesen wären stattdessen. Vielleicht sehen die Macher dieser Ölpastelle das und verändern das vielleicht fürs nächste Mal. Nichtsdestotrotz bekommt ihr 36 leuchtende Ölpastelle zu einem sensationellen Preis, meiner Meinung nach. Aber für alle die, die kein Paket bekommen haben oder es sich vielleicht sogar nicht leisten konnten, habe ich jetzt noch eine Überraschung. Ja, ihr Lieben, für alle die, die keinen Ölpastellkasten von Aldi bekommen haben, habe ich jetzt 3 Stück zu verlosen. Dabei würde ich gerne einen davon an jemanden verlosen, der vielleicht sich das nicht selber kaufen kann, so wie ein Kind. Das heißt, ich wünsche mir von euch einen Namen, an den wir ein Päckchen als Überraschung weiter verschicken. Gerne an jemanden, der sich darüber auch wirklich sehr, sehr freut. Und die anderen 2 gehen an 2 meiner treuen Zuschauer und ich freue mich schon drauf, sie euch zuschicken zu dürfen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Liken, Kommentieren, Abonnieren und vielleicht sogar weiterempfehlen. Ich freue mich auf jeden einzelnen von euch und mir macht es mega Spaß. Wir sehen uns nächste Woche wieder hier bei Francis Rose Art. Ciao!